Durchbruch habe ich ja auch schon. Es ist wirklich eine Ewigkeit her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Aber hey, wir haben inzwischen 2 IQ-Sterne. Ach ja, das muss man ja... Hier auf Attackenmania. Donnerschlag Durchbruch, ruckzuck, Donnerblitz. Fehlen ja nur noch 2 Attacken. Agilität und Ladungsstoß. Dann haben wir alles. Naja, die reden jetzt noch alle über Zwillfenster, dass der aus der Zukunft ist. Ich weiß das natürlich schon längst. Oha. Ja, damit. Dann schauen wir gleich nachher nochmal bei Pandya vorbei. Ach ja, Lager ist voll. Dann muss ich halt erst was mitnehmen. Jetzt einmal 2 Beleber sammeln, einmal damit ich ein bisschen was lagern kann. Ich brauche jetzt zum Beispiel diesen Passivschall nicht. Was habe ich hier noch alles dabei? Ich habe sogar noch 2 Boxen. Wird Zeit, dass wir mal wieder einen Rangaufstieg kriegen. Dann kommt der nächste mit 600 Punkten. Moment. Ja, die haben wir, wenn wir die 4 alle schaffen. Kommt nämlich punktgenau auf 600. So. Dazu machen wir mal die Kisten hier auf. In Super Mystery Dungeons sind die Dinger verdammt selten geworden. Eine Pizza-Karte. Und eine Elec-Klaue. Ich habe hier einen Samen, okay. Können wir mal wegmachen. Schauen wir mal, haben wir noch irgendwas, was wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Ich muss mal nach Sachen suchen, die ich so mal generell verkaufen kann. Die ganzen Schals hier, die brauche ich jetzt wirklich nicht so dringend. Reicht, wenn ich jeden einmal noch behalte. Gut. Ach, einmal mal ein bisschen Inventar aufräumen. Auch wenigstens wieder ein bisschen Geld rein. So. Dann die ganzen Karten, die man nicht brauchen. Eine Star-Orb reicht. Eine Kraftbahn nehme ich jetzt sogar noch mal für Mutner. Zerbern will ich 1 behalten. Kleinkiesel braucht 10 niemand mehr. Ich meine, wozu brauche ich jetzt noch sowas, was 10 Schaden macht? Yeah.
Die Zinkbände geben ordentlich Kohle. Nur das Kraftband wollte ich selber noch benutzen. 2300. Wie viel Geld habe ich jetzt eigentlich? 7,2, okay. Wenn man mal die ganzen Items verkauft, die man nicht braucht, dann kommt man schon auf ein bisschen was. Einmal will ich sie ja alle irgendwie noch aufheben. Der ganze Rest ist irgendwie zu brauchbar, als dass ich es verkaufen wollen würde. Den einen Passivschein nehme ich jetzt noch mit und verkaufen. So. Da gibt es sogar 350 für einen Passivschein. Was hast du noch nicht gerade zur Auswahl? Ein Hyperstrahl. Oha. Tja. Dann lagern wir das ganze Geld mal wieder. Dann gehen wir uns jetzt noch ein paar Drinks mixen lassen und schauen wir mal, vielleicht kommt ja noch eine IQ-Fähigkeit. Ich habe ja gerade erst wieder einen neuen IQ-Stern bekommen. Da kann es gut sein, dass da jetzt gerade wieder ein paar neue kommen. Kommen dann nämlich immer recht schwallartig. Oh, extra IQ. So. Immer schön mixen. Oh, Probeschwinger, das ist auch nett. Für den Fall, dass doch mal was daneben gehen sollte, steigt mein Angriff und mein Spezialangriff für die nächste Runde. So, wie schauen denn die Statuswerte jetzt aus? Wo kann sich ja langsam sehen lassen. Im Vergleich zu Fliegi auf jeden Fall schon mal sehr gut. 64 Spezialverteidigung ist gerade mein schwächster Wert. Ich habe den und den sollte ich ihm vielleicht nochmal ausmachen. Damit der mir keine Belebersamen wegnommst. Auch wenn er ein Level höher ist als ich. Na dann gehen wir mal in die Nordwüste. Ach, ich sollte vielleicht vorher mal, das wäre vielleicht mal so eine Idee, bevor ich das vergesse, die Jobs annehmen. Sonst, dann hat das Ganze nämlich sogar Sinn, was ich jetzt gerade mache. Da müssen wir nicht hin, 8, 9, 10, 11, also die ersten 7 Ebenen komplett durchlaufen und dann 8 bis 11 die Jobs. Okay. Ich habe genug Sachen dabei, um Bosse zu bekämpfen und notfalls auch von ihnen abzuhauen, wenn es nötig wird. Oh, der Stolunje will ins Team. Ja, warum nicht? Es ist ein weibliches.
Jetzt habe ich den Überblick verloren, wen ich hier schon alles drin habe. Aber... nachdem es ein Weibchen ist und ich jetzt keine Ahnung habe, wie viel sich demnächst noch bei mir anschließen sollen, das geht an Valley. Sie wird wissen, wer gemeint ist. Ja, der Name ist okay. So. Du kommst auch gleich mal zur Gilde zurück, damit du auch auf jeden Fall im Team bleibst. Glitzerbox nehmen wir mit. Reflex B, wenn ich durch ein Teammitglied durchrennen will. Sternschauer. Wie schön, dass die schon alle keinen Schaden mehr an mir machen. Sowas wie ein Lavita Pupita Despota oder Hippoterus Hippopotas unterwegs. Ganz vergessen, wie wenig die Pokémon hier aushalten. Ah, sind wir ja schon so weit. Der hat einen Monsterraum dabei. Okay. Na gut, ich weiß, was zu tun ist. Und zum Glück habe ich vorhin auch noch einen weiteren gefunden. Schritt 1, Erstarrorb. Schritt 2, wir sammeln die ganzen Items mal auf. So, nächster Schritt. Alle Pokémon, die Blitzfänger haben können, müssen ausgeschalten werden. Rihorn. So. Dann machen wir das mal so. Einmal, zweimal, dreimal. Level up für Destiny. Sehr schön. Kriegt ordentlich KP, der Rest steigt aber eher schwach. Dann können wir das von hier machen. Einmal, zweimal, dreimal. Gut, war nicht ganz. Der zweite hat nicht ganz gekillt. Oh, und Fliege kriegt auch Level 30. Gummi? Nee, es ist Gold, okay. So. Dann machen wir das hier nochmal. So, dann bleibt nur noch unser Herr Oberganobe. Oh, sehr schön.
Bringt's doch was, wenn man hier jemanden mit Feuchtigkeit dabei hat. Nein, ich möchte den Dungeon noch nicht verlassen. Ich möchte das Abenteuer fortsetzen. So. Hier ist gar nichts. Du kommst mal her. Ist hier vielleicht die Treppe? Nee, hier liegt nur Geld. Und ein Warp Orb. Okay. Ein Warp Orb kann man zur Not auch benutzen, um den Monsterraum aufzulösen. Ich will mir ein paar Durchbruchattackenpunkte behalten. Schon mit dieser deine Kraftwelle. Mensch, Fliegi. Das mag ich so an den Partnern aus Super Mystery Dungeon. Die verhalten sich wenigstens intelligent. So. Nicht dein Ernst, du hast mir jetzt einen Belebersamen da rausgenommen. Von allen Samen, die er da hätte rausnomsen können. Er hätte den Flair-Samen erwischen können, er hätte den Schlafsamen erwischen können, aber nein, er kriegt den Belebersamen. Das ist doch unglaublich. Kurz die KP von Destiny ein bisschen regenerieren lassen. Ach Gott, der facht ja gleich wieder auf. Haben wir noch irgendwas, was den irgendwie aufhält? Ich hab den Sandsturm vergessen. Ich wollte ihn jetzt eigentlich den Weg abschneiden, aber... Nein, wieso habe ich den Sandsturm vergessen? Hätte ich aber auch dran denken können. Naja, kriegen wir halt einen nicht. So, hast du jetzt auch noch einen Monsterraum dabei? Ja, passt du. So, hier machen wir aber ähnliche Spielchen wie vorhin. Nämlich zuallererst mal den Erstauer benutzen. Nächster Schritt, alles was Blitzfinger hat, auseinandernehmen. Wie eine Fliege für ins Team, okay. Es ist ein Männchen. Wie nenne ich den jetzt? Ich kenne niemanden, der wie eine Fliege mag. Dann machen wir hier mal eine kleine Hommage an den Pokémon-Anime, weil Venus Liebes genau wie Sazen ja immer gerne James zum Fressen gern hatte, nenne ich es jetzt einfach mal. Heißt jetzt einfach James. So, und du gehst doch gleich mal zurück zur Gilde. So, da haben wir noch einen Sandan, das verkloppt werden will. So.
Versteinerung gelöst. Okay, ich kann jetzt leider noch keinen Donnerblitz benutzen. Aber jetzt geht das. Jetzt sind alle Blitzfänger weg. Oh. Ich hätte das Rion da ganz übersehen. Gut, dass es keinen hat. So. Ups. Ich drücke ganz auf den falschen Knopf. So. Schatzbox, Silbergummi. So, da kann man jetzt volle Kanne drauf. Das ist eh das Letzte, was ich hier mache. Ich sammle das Geld noch ein hier. Können wir jetzt noch genauso gut fertig machen. Hast du es bald? Ja, da haben wir es. Der hat einen Blitzfänger. Den kriege ich jetzt nur schwer kaputt. Na gut. Ach, der Stauder will auch ins Team. Es ist ein Weibchen. Wie nennen wir denn ein weibliches Stollerock? Wie nennen wir dich denn? Ich habe keine Ahnung. Dann erfinde ich jetzt einfach einen Namen. Du heißt jetzt einfach Jenny. Wo ist das ein? Da ist es. So. Will ich ja noch fertig machen. Ich hab nicht gewusst, dass der so viele Ebenen hatte. Oh, schon wieder ein Level Up. Für Kenji, Level 31. 3, 1, 1, 1, 1. Ja, Level Ups sind hier wesentlich häufiger als in Super Mystery Dungeon. Super Mystery Dungeon braucht man eine halbe Ewigkeit, bis man da mal wieder ein Level Up hat.
Dafür muss ich allerdings sagen. Na gut, der Magen geht auch wesentlich schneller leer in Super Mystery Dungeon als hier. So, dann kommen uns jetzt die ganzen Belohnungen. 400 Poke, Heilsamen. Das kriegen wir hier. Nochmal 400. Und sonst gar nichts. Oh, und eine Blizzard TM. Wäre ich jetzt ein Otaru, würde ich mich freuen. Aber Otaru gibt's ja hier noch nicht. Das ist eine der zwei TMs, die ich als Otaru brauche. Blizzard und Kreuzschere.